Heute geht es also weiter mit der Aussage von Bushido. Was wird für heute erwartet? Ja, heute wird erwartet, dass er den Zeitraum 2004 bis 2007 dem Gericht erklären will, was er und wie er mit Arafat Abu-Shaka und seinen Brüdern zusammengearbeitet hat. Da wird auch erwartet werden, dass es da womöglich auch um Schwarzgeldzahlungen geht. Und das könnte die anderen Straftaten sein, die in anderen Behörden, so wie hat es die Staatsanwältin formuliert, derzeit bearbeitet werden. Er hatte schon einen Hinweis gegeben, diese 30.000 Euro als Zahlenbeispiel von 100.000 müsste er 30.000 Arafat bezahlen und nach Steuer bleiben ihm dann selber nur 20.000. Diese 30.000 hat er womöglich der Arafat Abu-Shaka gar nicht versteuert und das könnte jetzt hier sehr interessant werden dieses Jahr. Wie gefährlich sind generell die Aussagen von Bushido jetzt für Arafat Abu-Shaka und seine Familie? Naja, jetzt geht's in die heiße Phase. Er wird heute auch schon bis 2007, da gibt es dann auch schon die ersten Rappernamen, die anderen Verträge, wie Arafat sich womöglich in das Musikgeschäft weiter etabliert hat, ob es da noch weitere Nebenkriegsschauplätze geht. Das ist sehr interessant. Die Anwälte der Großfamilie, die werden versuchen, mit Anträgen weiter die Glaubwürdigkeit von Bushido einzuschränken und zu schwächen, insbesondere Einfluss auf die Laienrichter, die Schöffen zu machen, dass die das nicht ganz so bewerten. Ansonsten ist das Leben für ihn, ich sag mal, voller Entbehrungen und Einschränkungen. Ne? Er kann nicht mal eben in ein Sportstudio gehen oder mit seinen Kindern ein Eis essen gehen. Ne? Das ist sehr bedrohlich.